Was sind die Vorteile einer Karriereplanung? Nun, was sind die Vorteile einer Karriereplanung? Das heißt, im Unternehmen gibt es so etwas wie einen Karriereplan und der wird dem Mitarbeiter auch kommuniziert. Systematische Planung statt Zufall. Das ist ein Vorteil. Dann die konkrete, ich kürze mal ab, konkrete Perspektive für den Mitarbeiter. Ja, er weiß also, weil er einen Plan hat, wo er voraussichtlich in 2, 3 oder 5 Jahren sein wird. Fluktuation geht eventuell runter, auch das kürze ich mal ein bisschen ab. Die Fluktuationsrate sinkt eventuell, ja. Aber es gibt Unternehmen, da ist eben diese fehlende Perspektive, keine Aufstiegsmöglichkeiten, keine Perspektive, ein Grund für Fluktuation. Dann die Spekulation, die Gerüchteküche geht auch runter, weil es eben konkrete Pläne gibt. Und also keine Unruhe, Spekulation geht runter, keine Unruhe, könnte man auch sagen. Und ich ziehe das mal hier rüber. Und kurze Einarbeitungszeiten ja, weil der Mitarbeiter ja aufgrund eines Plans gezielt vorbereitet wird. Kurze Einarbeitungszeiten heißt das hier, weil ja eben ein Plan besteht. Das ist das eine. Wenn jetzt die Frage hieße, was sind die Nachteile einer Karriereplanung, gilt der alte Spruch, je genauer man plant, desto härter trifft einen der Zufall. Denn es gibt Dinge, die kann man einfach nicht einplanen. Da ist der plötzliche Tod eines Kollegen, da ist eine Unternehmensfusion, da ist eine Umstrukturierung und schon werden die ganzen Pläne über den Haufen geschmissen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, also es ist natürlich gut, wenn man statt gar nichts sowas wie eine Perspektive aufzeigen kann, aber auch diese Perspektiven sind mit vielen Fragezeichen versehen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.